Diese Woche haben wir die neue Zirbenbahn im Skigebiet Hochzeiger für euch besucht. Ja, grüß Gott aus dem Skigebiet Hochzeiger. Mein Name ist Josef Flühr. Ich bin der Betriebsleiter der neuen Zirbenbahn und möchte euch heute die Zirbenbahn ein bisschen näher vorstellen. Die Zirbenbahn, das ist, haben wir heuer im Sommer gebaut. Ist eine 6er-Sessel-Umlaufbahn mit Wetterschutzhauben und Sitzheizung. Die ist auf dem neuesten Stand der Technik. Und ein großes Augenmerk haben wir auch den Komfort für unsere Fahrgäste gegeben. Wird sie genutzt, die Zirbenbahn? Ja, die Zirbenbahn wird ganz gewaltig von unseren Gästen angenommen, einfach weil sie in einem wunderschönen Gebiet liegt. Das ist ein bisschen außerhalb von unserem Hauptskigebiet und es ist ein Ausblick und die Pisten auch. Also die Gäste sind ganz fasziniert von der Bahn. Sitzen wir mal auf, fahren mal das Panorama anschauen, nachher kann man da mehr darüber sagen. Jetzt so wie man da drüben sieht, das ist der berüchtigte Zirbenfall. Das ist gerade kurz, ein paar 200 Meter oberhalb der Talstation der Zirbenbahn. Das ist die neue Piste. Das ist eine gewaltig gute Piste. Und das ist halt eine schwarze, das ist halt schon für gute Skifahrer. Die schwächeren Skifahrer können da oben jetzt den Skiweg rausfahren und kommen dann genauso unten wieder an die Talstation der Zirbenbahn hin. So, jetzt schließe ich mal die Pappel und dann sehen wir mal das Ambiente von den. Das gibt so ein warmes, schön Wettergefühl. Das ist beim schlechten Wetter ist das sicher ganz eine angenehme Sache. Ja, und hier befinden wir jetzt uns auf der Bergstation der Zirbenbahn. Also schon wie gesagt, das ist ein wunderbarer Ausblick hier. Da sieht man vom Inntal bis zur Zugspitze hin die Lechtaler Alpen. Man kann da wirklich sagen, das ist der schönste Rundblick vom ganzen Skigebiet. Da drüben geht die Panoramaabfahrt runter. Da kommt man jetzt links, kann man die Panoramaabfahrt fahren. Rechts geht die neue Piste wieder runter, da wo der zum Zirbenfall. Ja, ich bin der Christian, bin Pistenchef da am Hochzeiger. Und ich fahre jetzt mit dir eine Runde, wir schauen uns die neue Zirbenpiste an. Und ja, lass dich mal überraschen. Die Zirbenabfahrt ist auch zur Gänze beschneit. Und in dem Zuge haben wir natürlich auch den Speicherteich, der am 6-Zeiger vergrößert. Der hat jetzt ein Fassungsvermögen von 115.000. Also ist dreimal so groß wie vorher. Die Grundbeschneiung ist jetzt in 10 Tagen erledigt. Wir befinden jetzt da an der Einfahrt zum Zirbenfall. Sie sehen im Hintergrund, wir haben da ein Warnschild aufgestellt, weil es echt ziemlich steil ist. Wir haben auch die Möglichkeit, den Zirbenfall zu umfahren. Es geht da ein Skiweg noch weiter für einen schwächeren Skifahrer, der was dann auch zur Zirbenbahn-Talstation führt. Aber wir fahren jetzt schon die Schwarze. Wir probieren jetzt einmal den Zirbenfall. Schauen wir uns mal an. Ja, es fährt jeder quasi. Wenn du mal anschaust da in den Hang, also die Leute schauen da schon, bevor sie da über die Kuppe drüber fahren, also es fährt jeder vorsichtig auch. Ja, wir haben jetzt den Zirbenfall hinter uns, heil. Du darfst jetzt noch ein paar Schwünge allein fahren. Ich verabschiede mich jetzt selber vom Hochzeiger. Ich wünsche allen Gästen und Einheimischen einen guten Rutsch und hoffentlich sehen wir uns irgendwann am Hochzeiger mal für einen schönen Skitag. Fertig.